Hallo liebe Freunde, zurück bei Transport 4. Hier auf meinem Kanal, ich grüße euch. Schön, dass ihr auch wieder mit dabei seid. Ja, wir haben in der letzten Folge hier noch die Schienen gelegt für die Lebensmittelfabrik. Ja, die werden wir heute hier in Betrieb nehmen. Und ich habe hier hinten auch schon das Depot gebaut. Das werden wir hier jetzt gleich mal bestücken, den Teil in Betrieb nehmen. Mal gucken, was haben wir da? Die muss ja noch nicht so wahnsinnig viel Kraft haben, die Lokomotive. Wir können auch was Dampfiges nehmen. Was günstigeres, vielleicht die hier, weil man könnte hier sogar noch die AE46, na gut, die kostet 10 Millionen, nee, das Geld haben wir nicht mal, das hier wäre das günstigste. Gehen hier mal auf ein bisschen auf Vollgas. Mal gucken. Denn da haben wir jetzt immer ein bisschen mehr Abforderung. Man sieht schon, die ist schon wieder auf 9. Weil die einfach da hinten nicht so viel anliefern kann. Hier. Hier ist nämlich das Potenzial auf 553. Hier mal gucken. Da haben wir 62 Auslastung. Hier hinten sind es 25. Also die haben schon noch Kapazität. Bad Aibling 49. Ja, dann müssen wir wahrscheinlich von hier auch noch irgendwo anders hin liefern. Das würde ich ganz klar mit einem Zug machen. Vielleicht noch hier drüben. Dass es dann hier noch einen Umschlagbahnhof gibt. Das ist nämlich schon eine relativ weite Strecke. Hinten rum. Dann könnten wir hier nämlich dann die drei Städte damit abarbeiten. Vielleicht hier den Treibstoff sogar wieder mitnehmen. Das könnte man sich dann überlegen, wie wir das machen. Ingenheim am Rhein, ja, 57. Gucken mal ganz kurz darauf, wie viel wir hier oben haben. Bad Aibling ist noch im Minus. Kirchheim-Bolanden ist auch noch im Minus. Sehr speziell. Die haben aber relativ gut verdient hier. Die haben 8. Das sind die, die 11 transportieren. Ich denke, mit einem Zug könnte man hier das Ganze schon noch ein bisschen entschärfen. Mal gucken, welche hier Brote transportieren. Wahrscheinlich die hier, ja, genau. Viel Auswahl haben wir, glaube ich, noch nicht. Die hier mit 20 Kapazität. Die hier mit
Ja, eine Kapazität, super. Müssen wir eigentlich schon die hier unten nehmen. Gut, die kosten auch null. Oh, Fahrzeuge wieder ersetzen. Treibstoff. Was haben wir hier jetzt drauf? Den Kollegen Benz. Die Linie macht relativ gutes Plus. Machen den Opel Blitz drauf. Sollten die noch ein bisschen besser hier in Wallung kommen. Kostet uns gleich wieder mal eine knappe Million. Ja, ich denke, wir könnten da den Zug mal mit einem Wagen ausstatten. Ja, jetzt kommen die ganzen Züge. 20 Kapazität. Jetzt müsste ich wissen, wie viel Kapazität wir hier vielleicht haben. Das wäre irgendwie noch gut. Wir kaufen mal diese Lokomotive. Und dann können wir hier den Wagen vielleicht noch kaufen. Das ist auch wieder einer mit Fake Stack Car. Okay. Die haben auch Lebensmittel. Kosten auch nicht die Welt. Die fahren aber 120. Das Teil macht 90. Ja, der ist übermotorisiert. Fake. Nee, wir müssen den haben. Dann machen wir hier mal vielleicht zwei von denen ran. Dann schicken wir den mal zur Entlastung los. Können wir den dann immer noch aufbauen. Ich muss den aber noch kurz anschauen. Unser erster Zug. Sehr cool. Natürlich noch nichts dabei. Aber das ist mal unsere neue Lokomotive hier. Ich würde sagen, wir düsen gleich hier mal mit. Noch dort hinten. Ja, wir haben jetzt die ganze Strecke schon mit Oberleitungen gebaut. Ist eigentlich nicht ganz so sinnvoll, weil ja, am Anfang haben wir sicher keine Elektrozüge, weil wir die uns noch nicht leisten können. Aber es würde dann wahrscheinlich auch relativ schnell mal Sinn machen, irgendwo Personenzugstrecke zu basteln. So, ich bin immer noch halt erkältet. Ja, und sorry dafür, dass halt hier noch ein paar Tage lang kein Transportfieber-Folge kam. Ja, weil ich bin einfach zu erkältet gewesen, anstatt dass ich hier aufnehmen konnte. An der Stelle. Ja, cooles Teil. Dürfte wahrscheinlich noch nicht allzu viel dabei haben. Ne, der hat noch gar nichts dabei. Wird jetzt ein bisschen dauern, glaube ich. Ja, hinten hat es schon jede Menge rumliegen. Also der wird wahrscheinlich schon relativ schnell mal anfangen zu rendieren hier. Weil der hier jetzt einfach mehr abfordern kann.
was der hier finanziell wegkriegt. Was schon enorm ist. Ja, das Depot bleibt natürlich auch nicht hier bestehen. Das werden wir dann natürlich auch noch irgendwo anders hinbauen. Ja, der kostet uns jetzt alternativ ein bisschen was für den Anfang. Man sieht schon, der macht schon mal Gewinn. MAN 19.304 ist da. Ja, macht schon richtig Gewinn hier. Gut, wir können dem natürlich noch mehr Wagen jetzt mitgeben mittlerweile. Das Doppelte an Kapazität würde uns, ja, können wir uns leisten, den ersetzen wir gleich mit mehr Wagen. Ja, Straßenfahrzeuge sind auch schon wieder fällig. Den machen wir mal da oben hin. Ja, er lädt halt hier jetzt noch nichts auf. In der Richtung. Das ist noch ein bisschen schade. Sorry, wenn ich hier so rumschnuddere. Meine Nase läuft einfach wieder dementsprechend. Das ist, glaube ich, die gleiche Linie, ja. Also die müssen wir alle ersetzen. Die Kollegen. Und das sind hier einige. Kostet uns 1,36 Millionen. Also das können wir jetzt im Moment noch vergessen. Also das geht noch nicht. Ja, ist jetzt logisch, es kommen hier natürlich alle Meldungen. Gut, ist halt hier jetzt die Frage, wie viel verdient der Zug? Das wäre Getreide, Vieh, Lebensmittel, Kirchheim, Bolanden. Ja, der hat einen Takt von 3 Minuten. Der andere. Moment. Ist. Das müsste eigentlich. Der hier sein. Der hat 145 Rate. Ja, da müssen noch ein paar Wägelchen mehr anhängen. Damit das geht. Kann ich immer noch nicht ersetzen. Ich denke, es wird nicht mehr lange dauern, bis wir den haben. Hier könnte man die Farbe noch so einstellen wie die Linie. Wir hängen hier vielleicht noch mal ein paar Wagen dran, ja, mittelmäßig. Ja, wir hängen hier nochmals ein paar Wagen dran, dass wir die Kapazität wegbekommen. So, ich musste niesen.
Ja, der Ramme, schön. Und können wir die jetzt ersetzen? Jo, können wir. Sind die mal weg. Dann möchte ich hier eigentlich die LKWs da hinten, würde ich gerne einstampfen. Weil man sieht schon, der macht Gewinn. Und der soll noch ein bisschen mehr Gewinn machen, wenn wir da hinten ja, die Abforderung noch ein bisschen anders anlegen. Dann kriegen wir nämlich die hier auch noch in den Griff. Dann können wir die vielleicht sogar auf die Aibling-Linie umbauen. Drei Fahrzeuge hierauf, drei Fahrzeuge hier. Dann haben wir auch noch ein bisschen mehr Kapazität von der Abforderung. Aber eben, man sieht hier, der hat schon auch nicht wirklich mehr Kapazität und Mittel. Gucken mal kurz. 518 Kilowatt. Der hier ist mir schon gar krass. Der kostet auch mir zu viel. Dieses Krokodil kann dementsprechend einfach mehr. 2,91 Millionen. Wenn wir ein Diesel nehmen. Das hier, 1,06. Der hat, glaube ich, mehr. Ja, der hat mehr, fängt 75. Das ist auch nicht die Welt. Das hier, der 90. Ja. Wie viel hat der? Ja, der kostet, glaube ich, im Unterhalt ein bisschen mehr. Sollte, glaube ich, kein Problem sein. So, dann machen wir hier noch ein bisschen mehr Wagen hinten ran. So. Gut, der würde uns jetzt 2,29 Millionen kosten. Daher werde ich hier die Linie jetzt schon mal umbauen. Dass wir die hier flach legen. Die sollen jetzt eigentlich das Ganze via der Eisenbahn machen. Hier in Bolanden war das, glaube ich. Jo. Gut. Da können wir die Linie eigentlich kappen. Brauchen wir nicht mehr. So, dann haben wir hier nämlich eine total neue Abforderung geschaffen. Und zwar, dass hier einfach das ganze Lebensmittel weggeht. Man sieht schon, der hat schon das, die Lebensmittel mit dabei übernommen. Wird uns hier jetzt auch vom Ertrag her sicherlich immer besser werden. Ich jetzt mal. Ja, man sieht schon die Brote, wie die hier wachsen. Gut, wir können das jetzt ein bisschen weiter laufen lassen. Der Zug macht hier 119 Rate.
Da haben wir ja vorher mehr gehabt. Ja, die Abforderung hier ja, steigt kontinuierlich an. Also da könnten wir auch mehr anliefern. Es würde vielleicht sogar Sinn machen, wenn wir hier einen zweiten Zug raufsetzen mit der gleichen Konfiguration. So wie wir sie jetzt haben. Würde eventuell Sinn machen, um hier einfach noch ein bisschen mehr Kapazitäten zu schaffen. Ich würde sagen, wir machen das einfach mal. Ja, wenn es dann geht von der Kosten her. So, jetzt geht's. Dann geht der auch auf die Strecke. Sollte hier nämlich das Ganze auch weggehen. Weil der nimmt hier jetzt auch wieder 32 mit. Sollte jetzt eigentlich relativ fix gehen. Die haben jetzt einen sauberen Takt, die zwei. Ja, man sieht schon 235, 99 Sekunden. Sollte, glaube ich, kein Problem mehr sein. Gut, wir schauen, wie das hier läuft. Ich bezahle hier die Millionen nochmals zurück. Dann werden wir in der nächsten Folge sehen, wie das hier so läuft. Ich bedanke mich in dem Fall fürs Zusehen. Und ja, ich hoffe, ihr seid in der nächsten Folge auch wieder mit am Start. Hier auf meinem Kanal. Bis dahin, alles Gute und bis dahin. Tschüss.